Ich tauch so gern im Ozean, im riesengroßen Meer. Und wenn ich unter Wasser bin, dann liebe ich es sehr. Verwandle in den Fisch mich gleich, verknote mich mit Kraken, werd durch Piraten Schätze reich und tanz in Neptuns Garten. Ich wollt, ich wär im weiten Meer, und wisst ihr was, dann wär ich ganz nass. Dass wir wirklich sehen, wo liegen die einzelnen Fähigkeiten der Persönlichkeiten und wie können wir sie am besten unterstützen und fördern. Weil ich es wichtig finde, dass Kinder mit Migrationshintergrund, dass Kinder, die einen Integrationsstatus haben, in die Gesellschaft integriert werden und wie vorurteilslos die Kinder aufeinander zugehen und aneinander rangehen. Das Theater oder Rollenspiel kann dem Einzelnen die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren, in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen. Die schönste Farbe! Und zu sehen, welche Rolle gefällt mir vielleicht ganz gut, oder auch zu entdecken, was kann ich vielleicht auch besonders gut. Herr Knöterich ist eine aus dem Tuch geknotete Handpuppe. Bei meinen Knoten Achtung ist geboten. Und diese Handpuppe wurde eingesetzt, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass Puppen sofort die Aufmerksamkeit von Kindern haben, egal wie sie aussehen oder ob sie groß oder klein sind. Ich finde, dass es in den letzten Stunden eine große Entwicklung gegeben hat. Also sowohl für einzelne Kinder als auch für das Stück und das Funktionieren der gesamten Gruppe. Die Kinder haben sich sehr unterstützt. Also ich wusste, dass es gut für ihn sein wird. Das am Anfang war er zurückgezogen, aber jetzt wird er immer offener. Und vielleicht hat er auch das Theaterprojekt dabei geholfen, ich weiß es nicht. Glücklich. Sehr, sehr glücklich. Er freut sich ja schon total drauf, dass er so auf einmal gleich mitmachen, so kenne ich ihn nicht. Seit sie das Theaterprojekt dann angefangen hat, wir wissen nicht, ob es damit zu tun hat, aber wir fanden, dass sie angefangen hat, mehr zu sprechen. Also sie hat halt den Körper als Medium für Kommunikation entdeckt. Ne? Und das ist neu. Das ist, es ist auf jeden Fall zeitlich parallel mit dieser Theaterzeit gewesen. Weil das hat heute so super geklappt. Ganz toll. Wirklich ganz, ganz toll, ne? Das war sehr berührend für mich und ich habe natürlich Tränen in den Augen gekriegt und ganze Haut. Ich denke, dass das für Sie auch ein schönes Erlebnis war und war einfach ganz, ganz toll. Ich finde, das Experiment ist sehr gelungen. Ich hoffe, dass es Schule macht und dass viele Freude haben, die diesen Film sehen und ermuntert werden, das vielleicht auch mal nachzumachen.